Das beginnt schon. Hallo, ich bin Diana. Ich kam 88 nach Berlin mit meiner Mama und meinen Geschwistern. Und dann habe ich noch die Mauer und DDR erlebt. Und für mich war das erschreckend, dass eine Nation kann so geteilt sein. Und dann natürlich, das war habe ich hier meine Jugend verbracht und live erlebt, Mauerfall und den ganzen Umbruch und wie das dann wieder, naja, geteilt, nicht geteilt und alle wollten zusammen wieder sein, ja, und den ganzen Aufbau. Das war richtig zurückblickend sehr bewegend, wenn man das jetzt nachhinein, ja, zurückblickt. Das hat mit einem was gemacht. Ich wünsche mir für Deutschland, Deutschland hat mich damals als Spätaussiedler sehr gut aufgenommen und ich wünschte mir, dass die Flüchtlinge und alle, die hier kommen, ein bisschen einfacher haben und dass Deutschland so tolerant bleibt, wie es war und durch diese Vielfalt und viele Nationen, die hier leben, kann man die anderen Länder und Leute besser kennenlernen. Aber dass die Leute, wünsche ich mir, dass die offen aufeinander sind und den anderen akzeptieren, so wie die sind. Weil anders heißt nicht schlechter, es heißt nur anders. Ja? Und das soll jeder sich vor Augen führen. Das ist nicht schlechter, es ist nur anders. Und jeder ist anders. Jeder ist Individuum. Also deutsche Einheit hatte mit meinem Leben so viel zu tun, dass ich hier in Berlin meinen zukünftigen Mann kennengelernt habe. Der hat hier studiert, Maschinenbau. Und durch Mauerfall war die ganze Industrie aus dem Berlin-West weg und wurden die ganzen Werke und Fabriken weggezogen. Und dann sind wir dann ein paar Jahre später nach Hessen gezogen und dann musste ich auch Abschied nehmen von meiner Familie, meine Geschwister, meine Mama, meine Tanten, die hier in Berlin immer noch leben. Und wir kommen aber dann sehr oft oder versuchen oft zu kommen, die zu besuchen. Aber das hat uns schon auseinander.